eidesstattliche Erklärungen, damit die Sache rechtswirksam wird. Wir haben hier nur eine, Ihre. Jetzt brauchen wir noch eine von jemandem, der die Sache bezeugt. Das soll mein Anwalt erledigen. Ich habe angenommen, dass er alle erforderlichen Dokumente besorgt hätte. Wenn er so ein Dokument hat, dann ist es sicher nicht hier. Ich kann das hier nicht unterzeichnen. Das geht nicht. Sie verstehen, das ist zu Ihrem eigenen Schutz. Die Hochzeit ist oft genug verschoben worden. Ich warte nicht länger, bis noch eine eidesstattliche Erklärung ausgefertigt wurde. Na, Herr Mason könnte es tun. Er ist hier irgendwo. Mason ist hier? Ja, er ist hier und er könnte die Erklärung ausfertigen. Nein, auf gar keinen Fall. Es dauert nur einen Moment, Dad. Verdammt, was hast du hier noch verloren? Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Mason, wären Sie bereit, eine eidesstattliche Erklärung abzugeben? Dann wäre die Angelegenheit endlich erledigt. Nein, ich bin dagegen. Das wird er nicht tun. Ich traue ihm nicht. Er wird was Falsches schreiben und alles zerstören. Er war derjenige, der die Ehe verhindern wollte und daran hat sich nichts geändert. Ich bin sicher, er hat was damit zu tun. Sie beruhige dich. Sisi, ich denke, Sie machen sich grundlos Sorgen. Wenn Ihr Sohn hier falsche Angaben macht, dann werde ich das sicher erkennen. Also, na schön. Wenn Sie mir das raten, hoffe ich, wird er das Richtige angeben. Aber Sie werden es auf alle Fälle überprüfen. Gut, ich bin froh, dass du einverstanden bist, Dad, und ich bin sicher, es wird ein rechtmäßiges Dokument. Aber seit ich privat praktiziere, erwarte ich, dass meine Dienste bezahlt werden. Du erwartest was? Nein, das glaube ich nicht. Du kannst froh sein, dass du mir diesen Gefallen tun darfst. Ja, weißt du, das charakterisiert deine ganze Philosophie, Dad, aber entweder du bezahlst mich oder du suchst dir einen anderen und verzögerst das Ganze. Liebe Güte, hört auf damit. Mason, ich bezahle dich. Wie viel willst du? Oh, ich denke, $1,000 würden reichen. Entschuldigen Sie bitte. Oh, ja, was kann ich für dich tun? Ich bin Brandon. Ach so. Also, sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ich kann mich schon selber anziehen. Aber die Krawatte kriege ich nicht hin. Können Sie mir helfen? Oh, aber natürlich tue ich das. Das ist eine große Ehre. Wo ist sie? Gleich hier. Kommen Sie. In Ordnung. Oh, unglaublich. Waren wir das? Ist ja widerlich. Ich glaube das einfach nicht. Wieso habe ich der Putzfrau freigegeben? Was tust du denn? Ich bin hier beim Aufräumen. Sieh dir das doch mal an. Das kann auch das Mädchen machen. Das Mädchen hat heute frei, falls du das vergessen hast. Oh, dann sollten wir das einfach ignorieren. Ja, sicher doch. Und die Beine heben. Kleine, hör bitte auf. Augusta, komm schon. Nein, schluss damit, nein. Tut mir leid. Wieso? Weil ich so aufgeregt bin, deshalb. Ja, hat es dir denn nicht gefallen oder was ist? Ich muss dir mal was sagen. In Ordnung? Was? Ich werde keine ruhige Minute mehr haben, solange Sophia Capwell in Santa Barbara ist. Und ich bin auch gegen die Heirat mit Cici Capwell, weil sie dadurch wieder unsere Nachbarin werden würde. Du änderst deine Ansichten sehr oft. Also das meine ich endgültig. Das hier ist mein allerletztes Wort. Ich will, dass die Geschichte zwischen Gina und Cici stärker wird. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist, dass Sophia hier endgültig verschwindet. Schatze, bitte mach dir doch keine Sorgen. Ich meine, solche Dinge lösen sich doch meistens ganz von selbst. So lange will ich aber nicht warten. Ach ja? Also, Augusta, warum konzentrieren wir uns nicht auf uns? Nein, ich habe Kopfschmerzen, entschuldige. So richtige oder eingebildete? Richtige, natürlich. Ach, dann geh ich schnell nach oben und hol dir eine Tablette. Vielen Dank. Ja. Ich finde den Weg, dass diese Frau hier verschwindet. Sonst klebe ich ihr eine Briefmarke auf die Stirn und verschicke sie persönlich. Hey, Mom, wie geht's? Oh, was ist denn hier passiert? Ich hab nur die Einkaufstasche fallen lassen. Da war dann wohl der ganze Gemüseladen drin. Hey, geht's dir gut? Ja. Ich weiß, du bist verunsichert, aber du solltest dir keine Sorgen mehr machen wegen Dad und Sophia. Es gibt keine Probleme, da bin ich sicher. Also ich wünschte, ich könnte so sicher sein. Sag mir mal, hast du jemals Sophia gesehen? Ja, ein paar Mal. Du meinst, naja, wo? Wo? Im Capwell Hotel. Also nur flüchtig? Nein, ich sah sie in ihrer Suite. Ach. Ist noch ein Mann in der Familie, den sie nicht verführt hat, oder überhaupt noch einer in ganz Amerika? Nein, Mom, ich meine nicht das, was du schon wieder denkst. Ich,
Weißt du, die Präsidentensuite verfügt über einige Besonderheiten. Die haben einen durchsichtigen Spiegel. Man kann alles beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Habe ich von Dad erfahren. Was? Ist das dein Ernst? Ja, es ist wahr. Sie haben eine sehr teure und exklusive Suite mit einem durchsichtigen Spiegel? Also das ist ja perfekt. Das ist ein typischer Capwell-Trick. Unter diesen Umständen muss ich mein Büro anrufen. Kann ich hier in Ruhe irgendwo telefonieren? Natürlich, Phil. Der Apparat steht gleich da drüben. In Ordnung, vielen Dank. Also gut, Mason, dann erledige jetzt deine Aufgabe. Oh, das mache ich gern, Dad. Und es tut mir leid, dass die Umstände dieser Tage mich dazu zwingen, gleich jetzt abzurechnen. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich mein Geld im Voraus will. Ich will, dass die Sicherheitskräfte sofort hier erscheinen. Sie müssen den Eindringling auf der Stelle hinauswerfen. Was ist mit dir los? Was willst du erreichen? Wieso machst du das nur? Es macht mir Spaß zu sehen, wie er sich immer wieder ärgert. Du musst ihm wohl den Tod wünschen oder sowas Ähnliches. Oh, das wäre lächerlich, Eden. Ich habe keine schlimmen Absichten. Ihr zwei könnt wohl auch immer nur streiten. Wieso lebst du nicht in Harmonie mit ihm? Gina, die Vermittlerin, die Friedenstaube. Aber es ist ein schwarzer Ölzweig, den du trägst, nicht wahr? Ich geb's auf. Sieht aus, als hätte es keinen Sinn mehr. Es ist ganz egal, wen Sie schicken. Auf keinen Fall aber Mabbitt. Er hat ein Dokument vergessen und fliegt raus aus der Firma. Ich brauche einen Anwalt, der weiß, was hier getan werden muss. Sie haben doch sicher jemanden in Ihrem großen Büro, der dazu imstande sein wird. Und beeilen Sie sich gefälligst. Ich wollte ursprünglich heute heiraten, aber Ihr Büro hat alles vermasselt. Einverstanden. Ich werde warten. Sie schicken uns gleich einen Anwalt, der Mason ersetzen wird. Tut mir leid, dass das passiert ist. Liebling, ich muss ein schlechtes Gewissen haben. Wo ist Brandon? Ich hätte ihn gerne hier. Ich habe ihn vorhin noch gesehen, ich weiß auch nicht. Kelly, hast du gesehen, wo Brandon ist? Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er ist nach oben gegangen. Schatz, gehst du rauf und holst ihn. Ich finde, es ist schöner, wenn er bei uns ist. Wenn ich ihn finde, komme ich gleich zurück. Mom ist noch da. Wieso kommt sie nicht runter? Gina wird sie sehen. Wenn das passiert, gibt es noch ein Feuerwerk. Das hier hat wohl noch nicht gereicht. Jetzt lass mich mal sehen, ob sie richtig sitzt. Also mir gefällt es sehr gut. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Oh, keine Ursache. Ich will gut aussehen. Meine Mami und mein Onkel Sisi haben Hochzeit. Ja, das weiß ich. Komm mal her. Sag mal, freust du dich auch darüber? Ich bin froh. Ich liebe Onkel Sisi. Tust du das? Das ist großartig. Weißt du, er ist wunderbar. Wer sind Sie? Tja, da hast du recht. Wir sind uns noch gar nicht vorgestellt worden. Aber weißt du was? Was? Ich habe schon so viel von dir gehört, dass ich es kaum erwarten konnte, dich kennenzulernen. Was suchen Sie hier? Es wird auch höchste Zeit. Entschuldigen Sie, Mr. Capwell. Wen wollen Sie loswerden? Meinen Sohn Mason. Sie werden ihn zum Ausgang begleiten. Ja, die kennen mich, Dad. Ich habe sie damals eingestellt. Wie geht's Ihnen, Howard? Mike? Nicht schießen, ich gehe ja gleich. Nein, nicht doch. Dann kann ich sehen, wie sie dich rauszerren. Das glaube ich gern, Dad, aber ich werde dir den Gefallen nicht tun. Na, spart euch die Handschellen, Jungs. Ich werde friedlich gehen. Verschwinde jetzt endlich von hier. Ich gehe ja schon, Dad. Aber ich befürchte, das wird heute für dich ein schrecklicher Tag. Wollen wir, Jungs?
Sie hat mir nur bei der Krawatte geholfen, Ich weiß, Mami. Liebling, ist schon in Ordnung. Du wartest draußen, ich habe noch was zu erledigen. Okay. Was wollen Sie hier? Was wollen Sie? Ich war mit Cécile lange verheiratet. Und wir sind noch verheiratet. Ich denke, dass ich im Recht bin. Ich bin im Bilde über die Situation hier. Dank Mason. Die Frage ist, was Sie jetzt beabsichtigen. Ich habe meine Familie vor langer Zeit verloren. Meinen Mann und meine Kinder. Jetzt habe ich die Chance, sie wiederzufinden. Ich war damals erst 14 Jahre alt und meine Schwester war 10, als unsere Eltern starben. Wir hatten überhaupt keine Familie. Jetzt habe ich die Möglichkeit, für meinen kleinen Sohn eine Familie zu bekommen. Ich habe einen Mann, der mich liebt und den ich auch liebe. Ein wundervoller, großzügiger Mann, der auch zu Brandon gut sein wird. Das ist der große Traum meines Lebens. Für mich selbst und für mein Kind. Und den lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ich verstehe, was in Ihnen vorgeht. Sophia, Sie müssen doch einsehen, dass er Sie gar nicht mehr liebt. Nachdem er gehört hat, dass Sie ein Verhältnis mit seinem schlimmsten Feind hatten. Als er davon erfuhr, wurde er sehr wütend auf Sie. Er konnte es einfach nicht glauben. Sie reden darüber? Oh ja, er hat keine Geheimnisse vor mir. Ich kenne seine innersten Gefühle. Er hasst sie und wird sie noch mehr hassen, wenn sie wieder in sein Leben zurückkommen wollen, Sophia. Aber ich liebe ihn und ich bin ehrlich zu ihm. Ich tue alles, um ihn glücklich zu machen. Wenn Sie noch Achtung vor ihm haben, dann mischen Sie sich nicht ein. Er ist dabei, eine neue Familie zu gründen. Und ich helfe ihm. Und was ist mit meiner Familie? Wenn ich sie verliere, denken Sie auch einmal daran? Sie haben sie im Stich gelassen, also haben sie keine Rechte mehr. Bitte. Bitte gehen Sie weg. Verschwinden Sie aus unserem Leben. Ich will nichts zu seiner Verteidigung hören. Er ist ein gemeingefährlicher Kerl. Durch diesen Streit hat er ein Königreich verloren und das wird er erkennen. Das müsst ihr zwei unter euch ausmachen. Egal was passiert, er ist dein Sohn. Nein, Kelly, das ist er einmal gewesen. Also Daddy, Mason ist doch nicht dein Feind. Ganz egal, wie sehr du dich ärgerst. Mason kann nichts mehr für mich tun. Er hat alles versucht. Jetzt bin ich dran. Also ich wünschte, das wäre alles nicht passiert. Denkst du denn, dass es mir gefällt? Lieben, das hätte nicht so kommen müssen. Wir sollten was dagegen tun. Daddy hat's versucht. Und was tut Mason? Er hat all seine Freunde enttäuscht. Es dauert nicht lange, dann wird er keine Freunde mehr haben. Er hat uns alle verloren, wenn ihr mich fragt. Onkel Sissi! Hey, Partner, was ist denn los? Komm doch mal mit hoch. Meine Mami streitet mit einer Frau. Welche Frau? Wovon sprichst du? Ich weiß nicht, wer das ist. Sie hat mir beim Anziehen geholfen. Also, dann werde ich doch mal nachsehen. Daddy, soll ich nicht nachsehen? Nein, nein, schon in Ordnung, Schatz. Komm, Partner, gehen wir. Wir sollten uns lieber hinsetzen. Ich habe nur die Vögel beobachtet. Ich dachte, da ist ein blaugrauer Wellensittich. Das glaube ich nicht, Leine. Du siehst doch zum Capwell-Haus. Hast du dort vielleicht jemanden beim Anziehen beobachtet? Ich finde, das ist ein extrem zweideutiger Verdacht. Ich bin kein Voyeur. Ich bin ein Beteiligter, auch wenn es nicht den Anschein hat. Dann stell dich doch gleich oben aufs Dach. Von da aus kannst du alles beobachten. Du willst es also wissen? Ich beobachte das Capwell-Haus, um zu sehen, ob die Hochzeit schon stattgefunden hat. Du beobachtest Sophia. Oh, Augusta, nicht das alte Lied. Du lügst mich immer an. Das ertrage ich nicht mehr. Augusta!
Kannst du nicht endlich mal damit aufhören? Hört mal, Jungs, ich warte jetzt schon 10 Minuten. Hören Sie, ich will doch nur mit Officer Gillis sprechen. Nein, ich bin sicher, sie ist nicht im Außendienst. Ich meine, sie ist an den Schreibtisch strafversetzt worden. Also, wenn sie doch noch kommen sollte, sagen Sie ihr, dass Warren Lockridge sie sucht. Sie soll mich zurückrufen. Genau, Warren Lockridge. Und zwar 555-4693. Gut, vielen Dank. Warren, ich will in das Zimmer mit dem durchsichtigen Spiegel hinter der Präsidentensuite. Was meinst du jetzt? Ja, jetzt gleich. Und du begleitest mich. Mom, ich bin gerade gekommen. Genau, und jetzt gehen wir wieder. Komm schon. Na los. Es wird nicht lange dauern. Hey! Hey! Wohin geht ihr? Gina? Wo bist du? Sie warten hier. Er soll sie nicht sehen. Gina, hallo. Was ist hier oben los? Gar nichts ist los. Wieso? Brandon hat gesagt, du hättest Streit mit einer Frau. Er hat eine blühende Fantasie, Sissy. Wo ist er? Ich brachte ihn in sein Zimmer. Ich wollte bloß sehen, was passiert ist. Ich wollte nicht, dass er einen Streit mitbekommt. Also, was war los? Nein. Das war doch nur ein Einstellungsgespräch wegen Rosa. Das war alles? Warum war er dann so verstört? Ich habe nicht verstanden, worüber er spricht. Also, jetzt wird endlich alles gut. Wir werden umgehend heiraten. Das hoffe ich. Warum gehst du nicht wieder runter? Ich komme gleich nach. Wohin gehst du? Ich muss noch ein paar Telefongespräche führen und der Anwalt wird auch gleich hier sein. Er wird garantieren, dass diesmal alles glatt verläuft. In der Zwischenzeit habe ich noch einiges zu tun. Ich telefoniere im Schlafzimmer. Tu das doch später. Liebling, du musst noch viel lernen. Wichtige Geschäfte können nicht warten. Warum kommst du nicht mit mir runter und erledigst deine Telefonate da? Ich benutze unseren Privatanschluss. Da bin ich ungestörter. Mach dir keine Sorgen, Gina. Ich werde nicht über die Feuerleiter verschwinden. So schnell wirst du mich nicht mehr los. Es wird nicht lange dauern. Hier ist Cici Capwell. Können Sie mir die Tischreservierung heute Abend für mich und meine Frau bestätigen? Ja, um 8 Uhr. Ich möchte gern einen Platz am Kamin, wenn das möglich ist. Oh, danke sehr. Wirklich sehr nett. Eddie, bist du da drin? Ja, mein Schatz. Komm rein. Ist alles in Ordnung? Natürlich. Warum denn nicht? Oh, naja, als Brandon gesagt hat, dass Gina sich hier oben mit einer Frau streitet, da war ich besorgt. Ach nein, Gina hat nur ein Einstellungsgespräch geführt. Wir brauchen Ersatz für Rosa. Brandon hat es falsch verstanden. Er hat nur gedacht, dass die beiden sich streiten. Gut, wie schön. Weißt du, endlich sind wir mal allein und können uns in Ruhe unterhalten. Weißt du, wir haben nicht mehr viel Zeit füreinander. Wir haben alle eine sehr schwierige Zeit durchgemacht, Eden. Ich vermisse unsere kleinen Treffen und die Gespräche, die wir führten. Alles geht vorüber und ich denke mir, dass wir später wieder Zeit haben, alles miteinander zu besprechen. Ja, wir müssen mehr Zeit füreinander haben. Du musst nur immer wissen, wenn ich mal keine Zeit habe und alles sehr hektisch ist, dass ich dich liebe und dich nicht vergesse. Du sollst nie das Gefühl haben, dass ich dich vernachlässige. Das macht mich glücklich.
Und ich liebe dich auch. Und ich will dir noch etwas sagen. Wir sollten immer fest zusammenhalten. Wir haben alle viel durchgemacht und Schwierigkeiten lassen sich leichter zusammen ertragen. Sag mir mal, was du über Gina denkst. Kannst du sie inzwischen besser leiden? Ich weiß, ihr hattet Meinungsverschiedenheiten. Sind die inzwischen beigelegt? Naja, Daddy, wenn Gina dich glücklich macht, dann werde ich sie auch mögen. Danke, Schatz, das wollte ich hören. Weißt du, wir beide passen gut zusammen. Und vielleicht können wir sogar wieder eine richtige Familie werden. Ich dachte, wir wären eine richtige Familie. Ja, natürlich, Schatz. Du weißt, was ich meine. Ich habe wieder eine Frau. Das hat mir gefehlt. Sicher? Ich bin froh, dass du das verstehst. Also, ich ziehe mich um und dann gehen wir runter. Der Anwalt wird auch gleich hier sein. Ja, weißt du, Daddy, das würde ich nicht tun. Was tun, Schatz? Also, ich finde diesen Anzug sehr schön. Du siehst darin wirklich attraktiv aus. Also, behalt ihn an. Für mich. Gut, in Ordnung. Wenn du das sagst, will ich dir nicht widersprechen. Komm schon. Ich habe diesen Kerl hier draußen gesehen und dachte, es wird höchste Zeit, dass er und Cici sich kennenlernen. Mason, bitte nicht. Freust du dich nicht, mich zu sehen, Gina? Das wundert mich wirklich. Du hast hier nichts verloren. Mason, tun Sie mir das nicht an. Oh, tut mir leid, aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Sie haben mir nicht geholfen, also können Sie auch von mir keine Hilfe erwarten. Was ist hier los? Was willst du schon wieder hier? Also, ich wollte gerade weggehen. Da fand ich diesen Kerl draußen auf dem Grundstück. Ich bin sicher, dass du Anzeige gegen ihn erstatten könntest. Das ist ein Hausfriedensbruch. Wie dem auch sei, ich bin überzeugt, Gina wird euch beide gleich vorstellen. Also? Ist das dein Mann, Gina? Der wohlhabende C.C. Capwell? Halt die Klappe! Gina, was ist hier los? Warum antwortest du nicht? Wieso stellst du die Leute einander nicht vor, Gina? Wir warten alle schon ganz gespannt. Nein, du wartest nicht. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Werfen Sie ihn raus! Oh nein, jetzt beruhige dich. Ich gehe ja schon. Aber ich schlage dir vor, dass du Gina fragst, wie es dazu kommt. Denn sie kennt den alten Hank noch aus Atlantic City. Eine Geschichte, von der ich glaube, dass sie dich fasziniert. Also, das war auch schon alles. Ich wünsche euch einen guten Tag. Ist ja richtig nett hier, C.C. Ich kann mir vorstellen, wieso du ihn heiratest. Was meinte Mason mit Atlantic City? Was bedeutet das, Gina? Ich sag's dir, aber nicht hier. Wenn wir alleine sind. Nur zu, Gina, sag es ihm von mir. Ich will hören, was du sagst. Dann erzähle ich meine Version. Halten Sie doch endlich Ihren Mund! Du wirst es mir sagen. Wirf ihn doch raus! Ich erzähle alles, aber wirf ihn raus! Also werfen Sie ihn raus. Und was machen wir mit ihm? Haltet ihn so lange fest, bis ich erfahren habe, was hier los ist. Dann sehen wir weiter. Sicher. Ich mache keine Schwierigkeiten. Ich mache keinen Aufruhr. Wer ist das, Gina? Es ist jemand, den ich lange kenne. Und was will er von dir? An diesem Festtag? Es ist besser, du sagst mir, was los ist. Ja, da hast du recht. Ich hätte es dir längst sagen müssen. Dann sag es mir jetzt. Hey, Kelly, wie geht's dir? Noch etwas schwindelig. Ich kann nicht glauben, dass Sophia Mom wieder zurück ist. Ja. Ist das nicht verrückt? Wir sagen schon Mom. Sie ist doch unsere Mom.
Es ist einfach unglaublich. Was meinst du? Naja, ich denke an Mom und Lionel Lockridge und an ihr Verhältnis. Ich weiß, ich will gar nicht dran denken. Ich auch nicht, ich versuch's jedenfalls. Aber weißt du, ich finde, da muss etwas Schlimmes vorgefallen sein, dass so etwas passieren konnte. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich denke lieber nicht an die Einzelheiten. Oh, Ted, hast du sie niemals gefragt? Mm-mm. Nein? Nein. Naja, ich denke, es ist nicht leicht, darüber zu reden. Nein. Was ist bloß passiert und wieso hat Daddy sie hier nicht gesehen? Keine Ahnung, Eden hat mir gesagt, sie wäre gegangen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Ich meine, einmal muss es doch passieren, oder etwa nicht? Ja. Ich hoffe nur, dass Dad fair bleibt. Jeder macht mal Fehler. Aber nach einer Weile sollte man einander vergeben. Ja, aber wann ist genug Zeit vergangen? Ich weiß nicht. Ich weiß nur eins, sie ist wieder da. Wir können uns wieder mit ihr treffen und nur das zählt. Ist das denn auch noch möglich, wenn Daddy wieder heiratet? Kelly, wir haben das Recht dazu. Ich meine, es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob er heiratet. Deshalb verschwindet Mom doch nicht aus unserem Leben, oder etwa doch? Ich hoffe nicht. Wir werden nicht zulassen, dass das passiert. Es wird alles gut. Es liegt alles bei uns. Und wir sind hier auch richtig? Ja, kaum zu glauben. Wo ist er? Gleich hier. Na? Oh, großer Gott, das ist unglaublich. Und uns kann wirklich niemand sehen? Nein, nein, man kann nur von dieser Seite durchsehen. Oh, und was ist mit dem Hören? Kann man auch was hören? Sicher, du musst nur diesen Schalter hier drücken und dann kannst du alles hören, was gesagt wird. Oh, das ist einfach großartig. Und du musst mir versprechen, dass du niemandem sagst, dass ich dieses Zimmer und den Spiegel kenne. Versprichst du's? Ja, ich versprech's. Mhm. Mom, was ist dir los? Was hast du vor? Du wirst schon sehen, wenn du wartest. Warte, da kommt jemand. Oh, das ist Mason, ja wirklich faszinierend. Ganz viel zu Hause. Ja, vielen Dank, Sophia. Es ist lange her, seit du meine Gastgeberin warst. Ich habe schon vergessen, was gute Manieren sind. Es tut mir so leid, was zwischen dir und Cici geschieht. Ach, mach dir keine Sorgen darüber. Ich denke, das wird sich irgendwie auszahlen. Dadurch, dass Hank aufgetaucht ist, sind Ginas Chancen bei Cici erheblich gesunken. Und das ebnet dir den Weg, das zu tun, was du tun musst. Also gut, Gina, was hat das zu bedeuten? Sein Name ist Hank Judson. Ich glaube, er ist ein Psychopath. Er hat mich vor langer Zeit gesehen und entwickelte diese krankhafte Zuneigung zu mir. Zuerst war ich freundlich zu ihm, aber ich wusste nicht, was für ein Mann er war und dann war es zu spät. Er verfolgte mich. Er war überall, wo ich war. Er ließ mich nicht in Ruhe. Hat Stockman zu der Zeit noch gelebt? Ach nein, das war schon vorher, bevor ich Stockman kannte. Das war auch einer der Gründe, warum ich hierher gegangen bin. Ich wollte ihn loswerden, aber es war sinnlos. Er fand Summer. Und weil sie nicht sagen wollte, wo ich war, hat er sie geschlagen und vergewaltigt. Oh mein Gott. Sie hat nur versucht, mich zu beschützen. Sie wollte mich nicht verraten. Aber er hat mich gefunden. Ich denke, durch Masons Hilfe. Das verstehe ich nicht. Woher könnte Mason ihn? Hank hat schon einmal unter Mordverdacht gestanden. Nachdem Summer tot war, erfuhr die Polizei alles, was Hank getan hatte. Sie fanden ihn in Los Angeles. Aber sie hatten keine Beweise und deshalb ließen sie ihn laufen. Aber Mason muss das gewusst haben und machte mir Schwierigkeiten. Verdammt! Ich wäre nicht überrascht, wenn du recht hättest. Der Kerl macht uns nur noch Schwierigkeiten. Ich weiß auch warum. Weil er sein ganzes Erbe an Brandon verloren hat. Gina, ich muss dich etwas fragen. Und ich will eine ehrliche Antwort. War dieser Mann je dein Geliebter? Sag es mir. Wir waren ganz kurz zusammen, aber nein, er war nie mein Geliebter. Und warum verfolgt er dich immer noch? Das sagte ich dir doch, weil er ein Psychopath ist. Er sah mich, er wollte mich, ich wurde ihn nicht los. Ich hatte große Angst vor ihm. Ich wollte nur noch weg von ihm. Ich hätte nicht geglaubt, dass er hierher kommt. Ich glaube, Mason ist derjenige, der ihm geholfen hat. Das Ganze dauert nun schon so lange. Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen?
Was soll ich sagen? Das ist meine Vergangenheit. Ich dachte, er gibt auf. Und ich habe geglaubt, dass ich bei dir sicher bin. Ich wollte ihn nie wiedersehen. Glaub mir, Sissi. Es war nichts zwischen uns. Schon gut, ich glaube dir. Ich hoffe nur, dass du keine Geheimnisse mehr hast, die nach der Hochzeit aufgedeckt werden. Natürlich nicht. Ich habe dir jetzt alles gesagt. Wir sollten ihn endlich loswerden. Er ist ein gefährlicher Mann, das weiß ich. In Ordnung. Hab jetzt keine Angst mehr. Mutter, was planst du hier eigentlich? Oh, das ist bloß eine Kleinigkeit für deinen Vater. Nennen wir es eine Überraschung. Ich glaube, du solltest solche Spielchen nicht treiben. Was? Spiele treiben? Oh, Warren, wenn ein Spiel gespielt wird, ist dein Vater der Experte. Ich bin nur ein Anfänger, aber meistens haben die unverschämtes Glück, nicht wahr? Weißt du, ich glaube, es war ein großer Fehler, dich herzubringen und dir dieses Zimmer zu zeigen. Nein, 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 das war sehr nett von dir. Ich bin dir sehr dankbar. In Ordnung. Aber du solltest keine Dinge tun, die du hinterher bereuen könntest. Vergiss das nicht. Keine Bange, Schatz. Ich weiß schon, was ich tue. Du wirst sehen, wenn ich... Naja, wir werden ja sehen. Komm, lass uns verschwinden. Ja, es wird höchste Zeit. Ich erwarte einen Anruf. Danke. Sissi, ich habe sie schon gesucht. Was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, ich kann nicht länger warten. Ich habe noch eine weitere Verabredung und ich muss jetzt wirklich gehen. Natürlich, tut mir leid, dass ich Sie aufhalte. Was wir heute nicht geschafft haben, erledigen wir morgen. Ich hasse das Warten, aber was sollen wir tun? Oh nein. Liebling, es dauert ja nur noch einen Tag. Gina, warum gehst du nicht einfach zu den Kindern und sagst es ihnen? Ja. Also sagen wir nächsten Dienstag, 2 Uhr? Ist mir recht. Tut mir leid, Phil, dass alles so kompliziert geworden ist. Ach, das kommt schon in Ordnung. Es ist viel schlimmer für Sie und Ihre Pläne. Also, wir bereiten alles für morgen vor. Okay. Wir sehen uns noch. Hallo, da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht und Gina sucht euch ebenfalls. Wieso, was ist? Richter Lawler konnte nicht warten und dieser Anwalt ist nicht gekommen. Also findet die Hochzeit erst morgen statt. Wo ist Eden? Hier ist sie. Eden? Also können wir uns noch einen Tag ausruhen. Ja, unglücklicherweise. Wieso hast du es verschoben, Daddy? Weil Mason sich die allergrößte Mühe gibt, mich kaputt zu machen. Dein Vater hat auf ihn gehört und das ist das Resultat. Gina, bitte. Ich kann es nicht ändern. Ich empfinde nun mal so. Wir wären bereits verheiratet, aber da war ja Mason. Ich muss mich bei euch allen entschuldigen. Nein, ist schon gut. Tut mir leid für dich. Sie hat sich sehr aufgeregt, nicht wahr? Das fürchte ich auch. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Eden, ich hätte dich gerne mal alleine gesprochen. Was ist denn? Wir hatten doch kürzlich ein Gespräch. Es ging um Ginas Vergangenheit. Erinnerst du dich noch daran? Mhm. Ich will, dass du mir davon erzählst. Ich möchte alles wissen. Ja. Ach, Sie hier. Sie haben uns nicht gewarnt, dass Sie kommen. Ich wusste nicht, dass das nötig ist. Ich habe gedacht, dass Sie mich erwarten würden. Nein, um ehrlich zu sein, das habe ich nicht. Ich habe auch noch zu tun, wissen Sie. Also, ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Hallo, Augusta. Also, worum handelt es sich eigentlich, Mason? Ich meine nur ganz kurz gesagt. Die Hochzeit ist verhindert, wie schon gesagt. Also sind Sie mir noch was schuldig. Die chinesische Schatulle, Sie wissen doch. Ja, ich weiß Bescheid. Ich habe sie nicht. Sie haben sie nicht? Nein. Wer hat sie? Na ja, die Schatulle ist an einem sicheren Platz. Sie ist in ein paar Tagen wieder da. In ein paar Tagen? Sagen Sie mir, wieso ich darauf warten soll, Lionel. Na ja, wie schon gesagt, es ist ein Platz, der wirklich sehr sicher ist. Sie ist nicht verfügbar, Sie verstehen? Ich warne Sie, Lionel. Wenn Sie mich austricksen oder unsere Abmachung brechen wollen... Keine Tricks, Mason. Sie kriegen die chinesische Schatulle. Wenn ich sie kriege, also haben Sie sonst noch was? Naja, ein Wort des Dankes wäre wohl angebracht. Dank? Sie werden für diesen Job bezahlt, überbezahlt nach meiner Meinung.
Diese chinesische Schatulle ist sehr viel mehr wert als ihre Anstrengungen wegen C.C. Capwells Hochzeit. In Ordnung. Ich gebe Ihnen 2 Tage, um sie rauszurücken. Wenn es länger nicht dauert, dann... Nein, Mason, bitte. Bedrängen Sie mich nicht. Sie geben mir, was ich wollte. Ich bin genauso ängstlich wegen dieser Transaktion wie Sie. Möglicherweise sogar mehr. Gut, dann schaffen Sie sie her. Ich habe nicht vor, ewig zu warten. Tja, wo kann ich Sie denn die nächsten Tage erreichen? Sie leben hier wohl in 2 Wohnungen, wenn ich mich recht erinnere. Ich melde mich wieder. Mann, wieso muss ich mit dem Geschäfte machen? Das gönne ich dir auch nicht. Sieh doch. Was? Was ist das? Denkst du, Mason hat es verloren? Das kann doch nicht sein. Was ist das? Also, es lag hier genau vor der Tür. Was denn? Das ist wirklich mysteriös. Was ist das? Es ist an dich adressiert. Das war wohl eins deiner Groupies. Sehr witzig, wirklich sehr witzig. Von wem kann das? Ich habe beschlossen, die Stadt zu verlassen. Heute ist meine letzte Nacht hier. Es ist sehr wichtig, dass ich dich nochmal sehe. Bitte komm in meine Hotelsuite, sobald du diesen Brief erhalten hast, Sophia. Also? Es ist eine Verabredung. Ich hab's vergessen. Ich muss gleich nochmal weggehen. Wirklich? Es ist nett, wer auch immer es war, dich noch einmal an diese Verabredung zu erinnern. Nicht wahr, Leila? Ja, das sehe ich genauso. Ach ja, da ist noch eine Sache, die ich erledigen müsste und ich sehe gleich noch nach der chinesischen Schatulle für diesen Mason und nur du weißt schon. Naja, dann geh los, Lionel. Ich versuche rechtzeitig zurück zu sein. Ja, Augusta, was ist denn? Sie werden es nicht verstehen, aber es ist wichtig, dass wir uns sofort im Hotel treffen. Und warum sollte ich das tun? Oh, weil es wirklich sehr aufschlussreich wäre. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Sie müssen mir eben vertrauen. Es wäre schön, wenn Sie kämen. Augusta, ich habe 1000 wichtigere Dinge zu erledigen, als mich mit Ihnen zu treffen. Das glaube ich Ihnen nicht, Sissy. Also wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Überhaupt nicht mehr. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Äußerst wichtig. Also gut, wenn Sie meinen, wo treffen wir uns? Hören Sie, wie wäre es denn vor der Präsidentensuite im Korridor? Sie werden dann auch gleich sehen, wieso. Ach ja, bitte sofort, okay? Augusta, warum treffen wir uns dann nicht gleich in einer dunklen Allee? Ich will wissen, worum es sich handelt, sonst gehe ich nirgendwo hin. Sie sind wirklich ein harter Geschäftsmann. Wie schaffen Sie es nur zu verhandeln, wenn Sie alle Menschen immer nur verdächtigen? Ich denke, ich habe meine Gründe dafür, wenn ich sie verdächtige. Also dann will ich schon mal so viel sagen. Es handelt sich um Ihre Vergangenheit mit Ihrer Frau Sophia und es handelt sich um meine Vergangenheit mit Lionel. Also wir treffen uns vor der Hotelsuite. Einverstanden? Vor der Präsidentensuite. Und ich rate Ihnen, beeilen Sie sich, denn es dürfte sehr viel davon abhängen. Ich konnte nicht früher kommen. Ach, wirklich? Ich habe die Nachricht. Nachricht? Die Nachricht, die du mir heute ins Haus geschickt hast. Das kann doch gar nicht sein. Besser, du kommst rein, dann klären wir das. Beeilen Sie sich, Sissy. Willst du behaupten, dass du mir keine Nachricht geschickt hast? Was soll denn der Unsinn mit der Nachricht? Ich habe dir nichts geschickt. Also, kannst du mir das erklären? Ich habe das heute Nachmittag bekommen. Glaub mir, Lionel, das hier ist nicht von mir. Sophia, wieso sollte irgendjemand eine Nachricht schicken und dann auch noch so unterzeichnen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich verstehe das auch nicht besser als du, aber das hier ist nicht meine Unterschrift.
Ich dachte, sie wär's. Nein, ist sie nicht. Und ich habe schon gedacht, sie kommt nicht. Also Beeilung, kommen Sie. Augusta, was soll das bedeuten? Wohin bringen Sie mich? Keine Angst, Sie sehen gleich genug. Augusta, was hat das hier zu bedeuten? Sind Sie und Lionel jetzt völlig übergeschnappt? Sissi. Sehen Sie. Was ist denn das? Das ist ein durchsichtiger Spiegel. Wir sehen in die Präsidentensuite, aber wir können nicht gesehen werden. Was hat dieser Spiegel da zu suchen? Dazu habe ich nie meine Erlaubnis gegeben. Also das wollte ich Sie auch schon fragen. Es ist eine Schande. Ich meine, ein Hotel mit dem exklusiven Ruf wie dem Ihren bespitzelt seine Gäste. Aber das ist nicht der Punkt. Warten Sie. Ich möchte wirklich gern wissen, wer das getan hat und was für Gründe er dafür hat. Ich habe keine Ahnung. Ich bin darüber genauso verwirrt wie du. Ah ja. Es ist ja wohl offensichtlich, dass derjenige mir eine Falle stellen wollte. Also werde ich so schnell wie möglich wieder gehen. Warte. Wir sollten doch sehen, wer dafür verantwortlich ist. Sie kommen her, um zu spionieren. Das ist widerlich. Ich werde das Ding rausreißen lassen. Oh, wachen Sie auf, Sissi. Ich habe Sie nicht hergebracht, damit Sie Lionel bei einem Seitensprung sehen. Ich wollte Ihnen diese Frau da zeigen. Ist doch egal, welche Frau das ist. Es ist die Contessa. Sie wohnt in der Suite. Nein, es ist nicht die Contessa. Wer ist es dann? Sehen Sie doch mal genau hin, Sissi. Sie kennen sie. Sehen Sie mal genau hin. Sie wissen, wer das ist.